Hey Leute, wir sind die JSG Ahnatal Mädchenfußballmannschaft. Und wir wollen heute mal gucken, was es für coole Erfindungen hier im Technikmuseum Kassel gibt. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht etwas langweilig, doch wir wollen euch das Gegenteil beweisen. Los geht's! Hier im Technikmuseum Kassel werden Erfindungen ausgestellt, die für die Kasseler Technikgeschichte wichtig sind. Das Museum gibt es nun schon seit 2010. Früher stand auf diesem Gelände eins von drei Henschelwerken in Kassel. Hier wurden hauptsächlich Dampflokomotiven erbaut. Das Werk wurde 1873 errichtet und steht heute zum Teil unter Denkmalschutz. Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema, der Magnetschwebebahn. Die Grundidee entstand in den 30er Jahren. Und zwar wurde die Magnetschwebetechnik 1934 von Herrn Kämpfer entwickelt. Die Bundesregierung suchte ein alternatives Verkehrskonzept zu Lokomotiven und Autos. Die Regierung investierte schließlich auch das Geld, was für den Bau und die Entwicklung nötig war. 1979 war der Transrapid 05 die erste Magnetschwebebahn, mit der Personen fahren konnten. Es wurden noch weitere Bahnen gebaut für Testzwecke, aber nur einer wurde verkauft. Jedoch waren ICEs preiswerter zu fahren als Magnetbahnen und daher wurde das Projekt nicht länger mit Geld versorgt und konnte somit nicht weitergeführt werden. Trotzdem wurde die Technologie weiterentwickelt und kommt nun in Fahrstühlen vor. Die Bahnen schweben über Betonschienen, auf denen Spulen sind. Unter den Bahnen sind auch Spulen befestigt. Die Magnetschwebebahn wird elektromagnetisch betrieben. Wenn der Strom angemacht wird, fängt die Bahn an zu schweben. Der Spalt zwischen der Bahn und den Schienen ist 8 mm groß. Sie bewegt sich vorwärts oder rückwärts, indem man mehr Strom auf eine der Spulen leitet. Mit mehr Strom wird die Bahn schneller, das ist aber nur begrenzt möglich. '93 stellte der TR-07 dann den Weltrekord für personenbesetzte Magnetschnellbahnen mit 450 km/h auf. Hier hinter mir seht ihr viele Sportwagen, die gehören alle zur Formula Student. Formula Student ist ein Wettbewerb, an dem ca. 560 Universitäten teilnehmen. Er findet jedes Jahr statt. Jede Uni stellt ein Team. Dies hat dann ein Jahr Zeit, um einen Rennwagen zu bauen. Am Ende werden alle Autos verglichen und bewertet. Dabei geht es aber nicht nur um die Geschwindigkeit, die das Auto erreichen kann, sondern um die Technik, die verbaut wurde. Rennen werden nicht gefahren. Für die Studenten und die Studentinnen ist der Wettbewerb zum Lernen da. Die Uni Kassel macht seit 2011 bei Formula Student mit. Früher wurden alle Autos mit Benzinantrieb gebaut. Heute werden die Autos nur noch mit Batterie gebaut. Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Studenten verschiedener Fachrichtungen. Von Elektrotechnik über Maschinenbau bis hin zu Lehramt ist bei uns jede Studienrichtung vertreten. Wir sind ein Team aus 30 Personen und entwickeln und konstruieren innerhalb eines Jahres einen Rennwagen. Bei uns wird die Vision Elektromobilität Wirklichkeit. Innerhalb der letzten Jahre haben wir die Transformation zur Elektromobilität vollzogen. Bei uns findet jeder seine Aufgabe, egal ob Richtung Marketing oder Konstruktion des Hochvoltakkus. Wenn auch du Lust hast auf das Projekt, dann besuch uns an der Universität in Kassel. Hier im Technikmuseum steht ein Auto aus jedem Jahr. Früher musste jeder Bürger beim Brand mit einem Eimer antreten, um beim Löschen des Brands zu helfen. Dabei wurde eine lange Kette gebildet und die mit Wasser gefüllten Eimer wurden weitergereicht und über das Feuer geschüttet, um es zu löschen. Später wurde die Feuerwehrspritze erfunden, um das Löschen schneller und einfacher zu machen.
Die Dampfspritze war der Nachfolger von der Feuerspritze und war noch fortschrittlicher. Danach wurden die ersten Feuerwehrautos gebaut, die man hier sehen kann. Um 1800 begann man mit neuen Erfindungen, den öffentlichen Nahverkehr aufzubauen, weil die Städte immer größer wurden und man neue Verkehrsmöglichkeiten zur Fortbewegung suchte. In England nahm die Entwicklung der Straßenbahn ihren Anfang. Dort entwickelte sich unter anderem auch 1877 als erstes die Pferdestraßenbahn. Die Entwicklung ging stets weiter und 1899 wurden Straßenbahnen elektronisch angetrieben. Als öffentliches Verkehrsmittel konnte jeder, der das Geld hatte, damit fahren. Früher war die Straßenbahn das beliebteste Verkehrsmittel. Es waren 2 Mitarbeiter nötig. Der Straßenbahnführer und der Schaffner, der die Karten verkaufte und kontrollierte. So einen Sonderwagen konnte man für Feiern wie zum Beispiel Hochzeiten oder Geburtstage mieten. Straßenbahnen werden in Kassel und in der Umgebung heute noch genutzt. Das ist der Behandlungswagen von der Bundeswehr. Er wurde in Kassel 1967 von der Firma Wegmann gebaut. Er wurde zu Zeiten des Kalten Krieges gebaut. Denn es war nicht ganz unwahrscheinlich, dass erneut Krieg ausbricht. Zum Glück gab es keinen Krieg mehr. Aber dafür wurde er nach Griechenland transportiert, wo er wegen einer Naturkatastrophe zum Einsatz kam. Der Lazarettzug sollte aus 2 Lokomotiven mit 13 Waggons bestehen. Ein Behandlungswagen, ein Labor, ein Wagen für Personal, ein Führungswagen, 3 Liegewegen und 5 Bettwegen. Der Behandlungswagen wurde in 5 Teile geteilt. Einem Labor, einem Vorbereitungsteil, ein OP-Teil, ein Teil für Ärzte und ein Teil für Assistenzärzte. Insgesamt gab es Platz für 296 liegende Patienten im Lazarettzug. So. Das war's mit dem Video. Und kommt euch gerne auch mal vorbei und lernt etwas über die Geschichte von Kassel. Denn es gibt noch viel mehr zu sehen. We'll be right back.
Wir zeigen hier nicht nur Technik, die hier in Kassel produziert wurde, sondern auch Technik, die in Nordhessen genutzt wurde, mit der gearbeitet wurde. Und das macht diesen Ort auch so besonders, denn hier wurde auch gearbeitet. Hier wurden Dampflokomotiven produziert, wie beispielsweise unsere 44er Dampflok, also ein sehr großes Exponat. Aber wir haben natürlich auch winzig kleine Exponate, wie eine Modelleisenbahn oder ganz kleine Temperaturregler. Oh shit. Ah, da wird um einen Brand löschen. Oh. Danach den öffentlichen. Nochmal. Verkehr. Oh nein, ich bin viel zu schnell. Ah. Den Verkehrsmöglichkeiten zur. Dieser letzte Teil. das ist. Nein, noch neu. Oh, Scheiße, was war mein Text? So, einen Sonderwagen konnte man früher für Feiern wie zum Beispiel Hochzeiten und Geburtstage mieten. Okay, ich glaube, ich hab's.